Die Land- und die Stadtmaus. Einmal lud die Landmaus ihre Freundin aus der Stadt zu sich ein. Trotz frischer Luft und freundlichen Empfangs fand die Stadtmaus das ländliche Leben langweilig. Das Essen schmeckte ihr auch nicht besonders. Sie erzählte ständig ihrer Freundin von der Schönheit des Stadtlebens und überredete sie, mit in die Stadt zu gehen. Die Landmaus folgte also ihrer Freundin in die Stadt. Das Haus der Stadtmaus war klein, ohne Garten. Es war prachtvoll eingerichtet. Marmorboden, Spiegel, Gemälde an den Wänden. Es gab auch eine Speisekammer, aber nicht mit Futter und Getreide, sondern mit Dattel, Feige, Brot, Käse, also mit allem, was gut und teuer war. Die beiden Freundinnen saßen mit gutem Appetit am Tisch. Aber sie wurden immer wieder gestört. Mal schaute die Katze rein, mal ging die Hausfrau vorbei, dann kam das Kind und sie mussten jedes Mal aufhören zu essen, um sich im Mauseloch verstecken zu können. Die Landmaus konnte diese lästige Lebensweise nicht ertragen. Traurig und zitternd sprach sie zu ihrer Freundin. Behalte nur die Pracht und den Reichtum. Ich lebe zwar ärmlich, aber ungestört auf dem Land. Da packte sie ihre 7 Sachen und kehrte heim.